arbeitest du da ja auch kräftig mit, ne? So, Mahlzeit. Namens Knack, hier ist nochmal die unbekannte Frau namens Zauberknopf. Wer, Zauberknopf? Ja. Oh du, ich hab's nicht gehört. Ich habe mir das Video zwei, drei Mal angehört. Ich denke, scheiße, die hat den Namen doch gar nicht gesagt. Ja, du hattest dann dazwischen gesprochen. Ich hatte gesagt, mein Richternamen ist ja Manuela. Aber alias Zauberknopf. Hallo Zauberknopf. Heute ja, ich hab eine Frage. Ja, bitte. Sag mal, machst du jetzt auch so ein Kappe-Pseuchchen? Hm? So 16 Uhr bei Facebook oder so? Nochmal, was tue ich? Ob du jetzt auch ein Kaffeekränzchen machst? Nein, auf gar keinen Fall. Bin ich nicht bescheuert oder so was. Naja, man macht ja jetzt Kaffeekränzchen. 16 Uhr bei Facebook. Und man macht ja so ein bisschen die Frucht nach, die rote Frucht nach. Ach, das ist ja, wenn ein ganz normaler Kommentar kommt, zum Beispiel, wie der Kommentar heute kam, weil er so ein bisschen widersprochen hat, als wenn er die Schlipper so gezogen hat, hat nur eine Frau geschrieben, ob man nicht normal reden kann. Okay. Gleich verpiss dich, hat die beleidigt da. Uff. Live bei Facebook. Also wir haben so gefeiert, der macht ja voll nach, denkt er jetzt, er kriegt genauso viele Sterne wie der Kirsche und macht da genau die dicke Matte wie er. Wahnsinn. Und beim Vormittags- oder Frühlife, wie er ja immer sagt, da wäre ja alles Ratten, nur noch beleidigend, da muss ja sowas verzweifelt sein. Ich dachte, da muss ich doch mal fragen, machst du jetzt nur noch einen Kaffeekränzchen oder nicht? Nee, du, ich habe da kein Interesse dran, weder angezogen noch nackt. Das ist traurig. Ich wäre interessiert an einer, was weiß ich, Selbsthilfegruppe, Bewaffnung oder sowas. Oder wie kriege ich meine Protein? Ich muss mal kurz fragen, weil das fand ich heute wieder so lustig. Die Familie war Maron sammeln. Er saß ja da und hat den Duft, der kam ja von der Küche, denn zu sein verqualmten Zimmer, der Maron. Und da hatte er ja schon Hunger gehabt. Warum die Kinder mussten das Essen ran? Kannst du mir mal eine Frage? Vom Acker. Ja. Jetzt immer an Maron sammeln. Kannst du mir mal eine Frage beantworten? Jetzt aber ganz ehrlich, bin ich an seinem Geisteszustand schuld oder war der vorher schon Baller? Na, ich weiß es nicht, aber irgendwie nimmt er komische Züge an, bin ganz ehrlich. Ich finde auch dieses Kindliche, also jetzt mal ohne Scheiß. Wie oft wurde er kritisiert, dass der das halbe Internet zusammenklaut? Erste Amtshandlung, Version 2, diese komische Aktion, was er jetzt wieder gelöscht hat, klaut er die halbe Muppet Show. Ich weiß nicht, in welchem Kinderfilm der geistig abgehängt. Der kommt da irgendwie nie raus, keine Ahnung. Der hat ja nur so komische, schräge Zeug. Naja, regelmäßig kann er ja nicht versprechen. Das kann er nicht. Also er will jetzt einführen zum Kaffeeklatsch um 16 Uhr bei Facebook. Ja gut, da guckt gerade den Feierabend. Aber sowas, das gibt's doch gar nicht, sagen wir mal ehrlich. Wie verzweifelt muss man denn sein, dass man das Gleiche macht, womit man anderen verurteilt hat, und zumal dann noch die nicht mal böse Kommentare, aber sowas von Beleidigungen raushaut, wofür man ein ganzes Jahr praktisch einen anderen Menschen per Video verurteilt hat. Ja, ich glaube nicht, dass der das als Show macht, sondern ich glaube schon, dass das sein wahrer Charakter im Moment ist. Der ist am Strampeln. Ich glaube auch, dass das schon Verzweiflung ist. Das ist Verzweiflung vom Absaufen ist der, ja. Ja, also das ist doch... macht man nichts mit der Familie zusammen? Was ist denn da nicht in Ordnung? Mach mal nur eine Frage. Würdest du, wenn er sich... Überall einen Euro her, ob es da Sterne sind, dann schreit er Sternparty. Was bedeutet das? Und spricht wirklich die ganze Zeit Schlipper so hochgezogen. Wahnsinn. Ja, da scheint sein Mikrofon nicht zu funktionieren, das ist gut, der Boss geht nicht. Also, da hat er doch was von den Dicken gelernt, da sagen wir mal ehrlich, dann kupfert er sich doch da noch was ab. Er ist im Gesamten eine Kopie von allem, was er irgendwo gesehen hat. Er ist der Meinung, wenn er das aneinander reiht, muss es gut werden und das ist es nicht. Ja, aber er verurteilt sowas über ein Jahr und jetzt selber hängt er da rum, weil er gesehen hat, der Dicke verdient damit die Kohle. Jetzt macht er das Gleiche. Ja, das wird aber nicht funktionieren. Genauso wenig wie auf YouTube nicht. Ist denn das? Schau mal, meine andere Frage, wenn der sich jetzt mal wirklich nackig machen würde, was weiß ich, der bricht da heulend... Bitte nicht, aber der, sag mal so theoretisch, der bricht da morgens heulend zusammen, weil Barbara gesagt hat, so, das war der letzte Fuffi, ich hab nichts mehr. Und wäre so ein Frauenherz zu erweichen, dass man sagt, naja, jetzt ist er ganz arm, eigentlich möchte man ihn ja lieber haben, aber man kommt nicht dran, der ist so lang. Naja, guck mal,
mal, der hat schon seine Leutchen, der weiß, wie man die einlullt. Und dann weiß er auch, wie er auf der Tränendrüse drückt. Jetzt steht ja noch Weihnachten vor der Tür. Jetzt kommt bestimmt wieder ein Brief von der Tochter von einer jetzt 19-Jährigen, die sie, lieber Nikolaus, ich schreibe den Nikolaus so persönlich an. Ja. Also da wird noch einiges jetzt kommen, denke ich mal. Aber ich finde das sowas von erbärmlich. Ist wahr. Beleidigt andere Menschen und ja, uns sind ja alles Ratten, aber der wisst ja gar nicht, was Ratten für schlaue Tiere sind. Also ich sagte mir ganz ehrlich, also man, jeder weiß doch, wie er seine Familie ein bisschen über Wasser halten kann auf normalen Wegen. Ohne dass man auf allen Plattformen abhängt, um betteln zu muss. Wie erbärmlich ist denn das für die ganze Familie? Also wenn ich die Frau wäre und wir haben doch Kinder, na gut, zum Beispiel meine Großvater also selber Geld, aber wenn sowas ist, wenn so eine Situation ist, sucht man sich doch andere Wege, normale Wege, um regelmäßiges Einkommen zu haben. Er ist Unternehmensberater, er hat angeblich noch was, sagt er doch immer. Also das ist doch Wahnsinn. Nein, auf gar keinen Fall. Weißt du, was für mich das aller Schlimmste war, was der bis jetzt jemals gerissen hat? Das ist dieses letztes Jahr. Ja, und die dürfen jetzt auch, wenn sie Torte gebacken haben, ihr Foto an ihn schicken. Der postet, er sitzt da am Hintergrund bei Facebook. Ist das nicht wunderbar? Ja. Ist das nicht eine Idee? Was sagst du denn? Das würde ich upgraden mit meiner Pornosammlung. Jeder, der sich die Hupen gemacht hat, schickt mir Bilder vorher und nachher. Wir haben so gefeiert, jetzt sollen die da die Torte backen und dann schicken. Ja, es muss Kohle rein. Aber lass mich den Satz mal kurz noch sagen. Das Schlimmste, was der Mann jemals gebracht hat, ist, dass der sich mit einer Grauhaarperücke in seinen komischen Ohrensessel gewamst hat, versucht hat, anderen Leuten Kindergeschichten Weihnachten vorzulesen und für seinen eigenen Sohn keine Zeit hatte. Ich hätte ihm so einkommen lassen können, ehrlich. Was ein mieser Ritter. Ja, aber vielleicht ist das wieder nicht die Finakita. Ich sitze da auch bald als nackter Weihnachtsmann mit einem langen Bart. Ist das doch nicht? Ich werde schon wieder riemig. Naja, er kuppert sich ja einiges ab, so eine Geschäftsidee. Ja, vielleicht sollte ich mir auch... Man kann ja rochen, man kann sich Goldketten kaufen, man kann jeden Tag schick essen gehen. Vielleicht sollte ich mir auch mal ausziehen. Oder? Ja, und bei ihm gibt es Maron für einen hohen Zahn. Ja, da muss man ja was tun. Junge. Ja. Naja, gut. Jetzt bin ich da nicht mehr unbekannt und wisst ja Bescheid. Ja, dann weiß ich, das nächste Audiofall, wie ich es nennen werde. Ich hoffe, wir hören uns nochmal. Und schönen Abend noch alle, ja? Ja, danke. Zurück. Alles klar. Ciao. Ciao. So, guck.